Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Solarpaket 1, was ja nun endlich in Kraft getreten ist. Wir werden gleich sehen, das ist eine lange Reise gewesen. Es hätte ja eigentlich auch schon im letzten Jahr in Kraft treten sollen, war aber nicht der Fall. Wir haben hier vom 15. Mai 2024 einen Beitrag der Bundesregierung, in welchem nochmal ein bisschen zusammengefasst wird, worum es geht. Wir sehen auch hier natürlich ganz plakativ, Balkonkraftwerke sind eines der zentralen Themen, was hier angefasst wurde. Es wird natürlich gewählt, weil es eben die ganzen normalen Leutchen eben auch betrifft, die sich eben so ein Balkonkraftwerk, so eine steckerfertige Solaranlage installieren wollen. Das Paket ist im Großen und Ganzen hiermit jetzt auch in Kraft getreten, Mitte Mai. Es ist im Bundesgesetzblatt bereits verkündet, da gehen wir auch gleich noch hin. Ihr habt hier in diesem Beitrag der Bundesregierung so ein bisschen redaktionell zusammengefasst, worum es geht. Und gerade wenn wir nochmal beim Thema Balkonkraftwerke sind, haben wir hier Verweise darauf, dass es ja im Marktstandardregister registriert werden muss, ne, wie schon immer. Wir haben jetzt aber auch hier den Fall, dass im Großen und Ganzen eine zusätzliche Anmeldung beim regionalen Stromnetzbetreiber nicht mehr notwendig ist, sondern die alleinige Anmeldung im Mastre reicht absolut aus, um ein Balkonkraftwerk korrekt anzumelden. Was sehr interessant ist in diesem Kontext, dass wir keine vollständigen Zwei-Richtungszähler oder ähnliches installieren müssen, sondern der klassische Ferrari-Zähler darf immer noch weiterhin verbaut bleiben. Und das ist deswegen auch besonders wichtig, weil mit Abstand immer noch die am meisten verbauten Stromzähler in Deutschland klassische Ferrari-Zähler sind. Mit immer noch weitem Abstand vor den sogenannten modernen Messeinrichtungen, die so die Light-Variante des Smart Meterings sein sollen. Aber auch da kommen wir noch dazu, ist noch einiges verbesserbar. Das ist interessant, weil der Ferrari-Zähler, der klassische schwarze Kasten, der darf dann rückwärts laufen. Ist erstmal so. Die Größe und Leistungsfähigkeit der Balkonkraftwerke ist vergrößert worden. Das haben wir damals ja schon besprochen. Die Module selbst dürfen jetzt statt bei 600 Watt praktisch verortet zu sein, bis zu 2000 Watt entsprechen, während der Wechselrichter, der an diesen Modulen hängt, 800 Watt praktisch weiterleiten darf. Voltampere steht hier, weil es dabei um nochmal den Unterschied geht zwischen Wirkleistung und Scheinleistung. Im Großen und Ganzen, Voltampere ist aber im Großen und Ganzen Watt, ne? So für die Einfachheit. 800 Watt darf der Wechselrichter tatsächlich weitergeben. Der Unterschied ist deswegen sinnvoll, ne? Von 2000 auf 800, dass wir selbst bei schattigeren Momenten, wenn also die Sonne nicht komplett liefern kann, aufgrund von Wolken zum Beispiel, dass dann die 2000 Watt Module im Zweifel trotzdem in der Lage sind, eine 800 Watt an den Wechselrichter auch weiterzureichen. Ne? Hätten wir nur 800 Watt verbaut und nur die Hälfte kommt praktisch an Sonnenenergie an, würden ja nur 400 ankommen. Ne? Jetzt reicht es, wenn praktisch 40% ankommen, sodass der Wechselrichter auch komplett ausgelastet wäre. Ne? Das ist eine interessante Geschichte. Und der Schuko-Stecker, der klassische Stromstecker, ist dann jetzt auch hier zulässig. Bisher hätte es ja in der Theorie immer so ein Sonderstecker sein müssen. Super spannendes Thema ist die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Hier geht es dann auch darum, das Thema Energy Sharing, was ja auf EU-Ebene schon weiter besprochen wird, auch voranzutreiben und so eine, ja, so langsam in Richtung von Quartierskonzepten und so weiter auch zu kommen. Also nicht nur der Mieterstrom als eine Möglichkeit, ne, untereinander gemeinsam vom eigenen Dach Strom zu bekommen, wo aber ein fester Betreiber, der Vermieter selbst oder dessen Dienstleister die Anlage betreibt und man dann den Mietern was anbieten darf. Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung heißt schlussendlich auch, dass wir nach der Definition, die dann im Gesetz steht, mit einer gemeinschaftlichen Anlage, das kann dann halt auch ein BHKW sein oder was auch immer, hier Strom selbst zu Nachbarn unter gewissen Definitionen liefern dürfen und man hier praktisch nicht formell in das öffentliche Netz einspeist. Ja, das ist eine durchaus interessante Geschichte für so kleinere Quartiere. Das wird auf jeden Fall die nächsten Jahre noch weiterentwickelt werden, um hier auch insgesamt so ein Nahversorgungsnetz sozusagen
virtuell praktisch abbilden zu können. Der Mieterstrom soll als solches noch ein bisschen weiter verbessert werden, damit wir auf Gewerbegebäuden, Nebengebäuden, Garagen und sowas auch eine Zusätzlichkeit praktisch haben, ne, dass es dann auch als Mieterstrom gilt. Da war ja auch immer die Frage, was ist denn das Gebäude selbst? Ne? Was ist dann nicht mehr das Gebäude, was zusätzlich ist, um Mieterstrom auf die Mieter liefern zu dürfen? Das macht es doch ein bisschen leichter. Wir haben bei großen PV-Anlagen und bei deren Ausschreibungen auch noch so diverse Themen, also Freiflächenanlagen, also wie die Ausschreibungsverfahren laufen und was auch die Größen sind von Anlagen, waren sie dann auch teilnehmen müssten, ist hier nochmal angepasst worden. Da hatten wir im Zuge der Corona-Pandemie leichte Anpassungen, also auch mit dem EEG 2021 gab es da Anpassungen und jetzt ist es hier nochmal ein bisschen klarer weiterentwickelt worden. Und das ist hier die Zusammenfassung auf der Bundesregierungsseite. Jetzt sagt man sich natürlich, ich will das alles genau wissen, also geht man dann zum Bundesgesetzblatt. Man sieht hier dann eine PDF mit 42 Seiten und liest sich die dann einmal komplett durch. Und dann hat man große Freude, weil man das Solarpaket 1 hiermit einmal komplett gelesen hat. Kann man machen. Wir suchen uns mal noch ein paar Wege, um das ein bisschen weiter aufzudröseln. Aber am Ende scrollen wir tatsächlich auch noch durch, keine Sorge. Was ich immer empfehlen würde, wenn es um das Thema EEG geht, ist die Clearingstelle EEG KWKG. Das ist eine im Großen und Ganzen unabhängige Stelle, die in den Gesetzen genannt wird und dementsprechend dann auch gebildet wird mit so einem leicht hoheitlichen Auftrag. Sie sollen nämlich clearen bei Unklarheiten, bei Streitfragen rund um das EEG. Das heißt, wenn meinetwegen zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber ein gewisser Streit herrscht oder mit dem Vermarkter, was auch immer, Streit herrscht über bestimmte Definitionen des Gesetzes, ne, hat einer Recht oder der andere, ist die Clearingstelle dafür da, um dort eventuell auch einen finalen Entscheid abgeben zu dürfen oder zumindest eine Stellungnahme und damit auch Richtungsweisung abgeben zu dürfen, die dann eventuell das komplette Gerichtsverfahren obsolet machen würde, weil man einigt sich praktisch über diesen fachlichen Weg der Clearingstelle. Bei bestimmten Themen dürfen die aber auch final veröffentlichen und praktisch eine Festlegung für die Branche auch mitgeben. Die haben immer noch mal so ein bisschen Zusammenfassungen zu diesen Themen, weil die kümmern sich natürlich explizit um das EEG. Also wird hier noch mal zusammengefasst, worum geht es bei dem Thema, was wird alles geändert. Und wir sehen ja, nicht nur das EEG selbst wird hier angepasst, sondern eben auch das NWG, Marktstandregister, das Vermächtnerbetriebsgesetz und eine ganze Menge weiterer Themen. Und dann ist hier auch nochmal die Historie dargestellt und wir sind eben auch, ja, wir hatten bereits im Juni letzten Jahres drüber gesprochen, mitten im Sommer und eigentlich, na, der Gesetzentwurf war ja im Oktober schon da, eigentlich hätten wir noch Ende 2023 darüber sprechen wollen. Jetzt war fast ein halbes Jahr Funkstille und jetzt ist doch relativ schnell auch durchgegangen, zum Glück. Wir sehen allerdings, natürlich ist auch hier noch einiges im Großen und Ganzen mit diesem Themenbereich EEG passiert und hier ist dann alles einmal verlinkt. Also das ist für die, die sich so richtig fachlich, juristisch damit auch noch weiter auseinandersetzen wollen, für die ist das hier die perfekte Seite, um einmal alles da zu haben. Hier ist natürlich auch der direkte Link auf das Bundesgesetzblatt, also wer sich auch über diesen Weg das runterladen will, hier sind die 42 Seiten dann nochmal zum Durchscrollen. Bevor wir gleich auf so ein paar weitere Hilfsdokumente gehen, man kann ja mal kurz ein bisschen reingehen und wir sehen ja direkt, na, es beginnt hier mit dem Artikel 1 EEG und da wird doch einiges geändert. Auch hier sehen wir direkt schon, na, wenn die Inhaltsübersicht geändert wird, dann wissen wir, da ist schon irgendwas passiert und daraus kann man schon mal viel lesen. Es geht hier zum Beispiel um Steckersolar, also Balkonkraftwerke, alles klar. Und na, so Verlegung von Leitungen, Überfahrt während der Errichtung des Rückbaus, also auch hier ein bisschen was, wie man auf die Liegenschaften kommt, wenn da was verbaut werden muss wegen einer Anlage. Also da vielleicht Vereinfachungen für den weiteren Ausbau von Leitungen, Zuschlagsverfahren in den Ausschreibungen, das haben wir auch schon mitbekommen, da gibt es ein paar Anpassungen und so weiter. Und dann ist hier jede Menge Text. Wer sich also im Detail mit dem EEG auseinandersetzen will, der kann sich das hier auch im Detail durchlesen. Na, ihr seht dann hier zum Beispiel, ne, Ausbaumengen, die bei den Ausschreibungen dann mit benannt werden pro Jahr. Das ist also durchaus nicht irrelevant für die, die selbst Anlagen errichten wollen und dann irgendwann in Ausschreibung gehen wollen, sehen dann eben, ne, in diesen letzten Jahren dieses Jahrzehnts haben wir dann auch eine gewisse Menge, die hier dann insgesamt teilnehmen darf und bezuschlagt werden darf, besser gesagt. Und dann scrollen wir noch weiter und wir scrollen noch weiter und wir scrollen noch weiter und sehen, dass es doch ganz schön viel im EEG selbst
angepasst worden. Ihr habt gerade wieder ein bisschen was mit Mengen gesehen. Hier schon doch eine ganze Menge auch im kleinen Text verändert worden. Warum gehe ich das jetzt noch nicht im Detail durch? Wir werden gleich auf ein FAQ und auf eine Zusammenfassung nochmal gehen. Die ist dann also auch hilfreich. Aber warum zeige ich euch das? Also warum scrolle ich gerade so plakativ durch? Ich möchte noch einmal zeigen, dass das EEG als solches wirklich ein katastrophales Bürokratiedokument ist. Also auch für mich als energiewirtschaftlichen Trainer und Consultant, der ja in den Themen ziemlich gut drinsteckt. Auch wenn jetzt in den letzten 2-3 Jahren der Fokus sehr, sehr stark auf Marktkommunikation, natürlich und Smart Metering liegt. Das EEG ist mir sehr nah. Ich bin auch in der Bürgerenergiegenossenschaft. Aber es ist so viel. Es ist so viel kleinteilig geregelt. Das macht im Regelfall kommt das auch daher, dass wir viele kleinteilige Themen auch sehr klar regeln wollen, damit es da eine Klarheit gibt für eben die Anlagenbetreiber und für die Netze und so weiter, ne, damit auch die Rechte praktisch von Anlagenbetreibern gewahrt werden können, kleinteilig. Aber deswegen sind es halt auch hunderte Seiten Regelwerk allein für das EEG. Das ist ein bisschen viel, es ist zu viel. Es wäre eigentlich gut, wenn das EEG vielleicht an der einen oder anderen Stelle pauschalere Aussagen treffen würde zu, das geht einfach, das ist zulässig, macht. Ja? Und dann könnte man das auch besser lesen. Ja? Das ist wirklich schwierig. Dann haben wir das Energiewirtschaftsgesetz und ihr auch seht hier schon sowas wie Systemstabilitätsbericht, haben wir schon mal erwähnt. Es geht noch ein bisschen um weitere Berichte, die dann an die Bundesnetzagentur gehen müssen. Und dann haben wir zum Beispiel hier die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, wo dann geregelt ist, was ist denn dieses Energy Sharing vor Ort, ja, diese gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, die so parallel zum Mieterstrom ein weiteres Themenfeld ist, mit dem man dann vor Ort im Quartier nachbarschaftlich sich praktisch versorgen kann. Und hier steht dann eben auch, ne, was ist das Gebäude und was ist die Gebäudestromanlage nach diesen Definitionen. Und damit können wir dann eben auch drüber sprechen, wie ist dann diese Nutzung zulässig. Das ist dann hier im Weiteren auch ausformuliert in § 42b, können wir uns das anschauen, dass hier dann eben eine gewisse Zulässigkeit möglich ist und damit ein Netzverbraucher auch versorgt werden darf. Etc., etc., etc. Wir gehen wieder weiter. Kommen zum Marktstammdatenregister. Wir haben ja erwähnt, es ist zulässig, dass dort das Balkonkraftwerk registriert wird und damit ist es im Großen und Ganzen fein. Zusätzliche Meldepflicht, wir sehen, dass hier was gestrichen wird. Also ist praktisch diese Zweitanmeldung dann beim Netz nicht mehr so relevant. Hier wird dann nochmal darauf hingewiesen, was muss alles registriert werden im Marktstammdatenregister. Egal, ob es man die Anlage registriert, weiter oben, oder ob man sich als Marktrolle registriert, ein bisschen weiter unten. Das kann ich euch vielleicht auch mal zeigen, was man da macht. Ich habe ja einen eigenen Zugang über unsere Genossenschaft. Aber mal gucken, das muss ich vielleicht ein bisschen dann anonymisieren. Und dann kommen die kurzen Geschichten. Deswegen scrollen wir nämlich einmal krass so durch. Wir sehen schon auf Seite 38 von 42 und kommen immer noch zu einigen Inhalten. Ich will euch das zeigen, weil hier steht, zum Beispiel im Energieleitungsausbaugesetz wird nach den Wörtern der Öffentlichen noch die Wörter Gesundheit und eingefügt. Warum? Bisher stand hier praktisch, dass der gesamte Leitungsausbau und Co. ein erhöhtes Interesse praktisch hat, um die öffentliche Sicherheit zu wahren. Und das wird jetzt ergänzt mit praktisch die öffentlichen Gesundheit und Sicherheit. Ja, also das ist hier der Punkt, warum wir auch vorher schon beim NWG, auch ich glaube beim EEG selbst, Gesundheit schon gelesen haben. Und das auch hier unten beim Bundesbedarfsplangesetz auch mit hinzugefügt worden ist. Wir wollen hier praktisch darauf hinweisen, dass die Energiewende, Klimaschutz und Co. nicht nur die öffentliche Sicherheit, sondern auch praktisch die öffentliche Gesundheit mit betrifft. Und hier deswegen Leitungsbau in einem bestimmten Rahmen auch zulässig ist, mit einem sehr hohen Interesse bürokratisch dann praktisch durchgesetzt werden muss. Im Netzausbaubeschleunigungsgesetz, Übertragungsnetz, also NABEC, haben wir eine Jahreszahlanpassung, ist soweit plausibel. Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes, da haben wir den interessanten Punkt, dass schlussendlich der Grundzuständige nicht mehr nur hier zuständig ist. Ihr seht, das geht hier um § 3. In § 3 ist der Messstellenbetrieb selbst geregelt. Das heißt, im Absatz 3a haben wir dann eine Teilaufgabe des Messstellenbetriebs als solchen. Und dort ist hier nun geklärt worden, dass in dem Kontext praktisch jetzt wieder von Einspeiseanlagen, Balkonkraftwerken und Co. Und dann auch dem Anschluss praktisch des intelligenten Messsystems an vielerlei Anlagen,
nicht mehr nur der Kronzuständige zuständig ist, das zu machen, sondern der Messstellenbetreiber, der zuständig ist. Also dahinter, hinter dem Wort steht einfach nur Messstellenbetreiber. Statt Kronzuständiger Messstellenbetreiber steht jetzt nur noch Messstellenbetreiber. Also auch der wettbewerbliche oder der Auffangmessstellenbetreiber würde hier den Rollout in dem Kontext von Einspeisanlagen vorantreiben müssen. Herkunftsnachweisregister, da haben wir auch hier praktisch nur eine Zeitraumsanpassung. Im KWKG-Bereich ein bisschen was rund um auch die Förderung Windenergie auf See, ein bisschen was. Auch hier die, das Vorantreiben, um hier die, die Regelung rund um den, den Ausbau und die Förderung dessen für die Jahre weiter anzupassen. Ne, ihr seht ja hier Jahreszahlanpassungen. Energiefinanzierungsgesetz, da haben wir, wie ihr sehen könnt, ne, so Anpassungen von Werten, was dann praktisch auch auf die auf das in Anspruch nehmen von auch wieder Fördergeldern oder dem, der Zulässigkeit von Investitionen in bestimmte Töpfe praktisch, könnte man so sagen, weiter anzupassen. Die Details schauen wir uns aber gleich an im weiteren Dokument. Und Windenergieflächenbedarfsplan, auch hier geht es wieder um den Ausbau, Umweltverträglichkeitsprüfung, Jahreszahlanpassung und das war's. In Kraft treten dann im Folgetag, das war Mitte Mai 24 und ein bisschen Rest dann erst später zum Jahreswechsel. Und das war's. Ihr habt ja gesehen, also ich habe ja auch gerade bei manchen Themen ein bisschen, oh, muss ich mich erst wieder daran erinnern, was wurde da überhaupt gemacht? Es sind ja nun auch wirklich 42 Seiten kleinteiliger Text. Wir haben beim Bundeswirtschaftsministerium und Klimaministerium schon von April eine redaktionelle Zusammenfassung. Hier war praktisch der Entscheid über Bundestag, Bundesrat schon durch und es musste dann nur noch halt im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Das ist ja nun Mitte Mai passiert. Hier ist ein Überblickspapier und das ist auf 7 Seiten sehr gut zusammenfassend, was hier geändert wird. Wer also sich sagt, diese 42 Seiten und dieser ganze bürokratische Paragraphenblabla ist nicht so ganz mein Thema, der sollte sich einfach hier die Zusammenfassung anschauen, wo wir allgemeine Punkte zum PV sehen, dann mehr Tempo auf Gebäuden. Wir haben hier praktisch wieder ein bisschen auch Zusammenfassung, ne? Was ist zulässig bei Gewerbedächern, wir haben das vorhin schon mal angesprochen und wie wird das dann jeweils gesehen. Wir haben hier nochmal das Ausschreibungsthema, also das, was wir schon hier und da gelesen haben, ist hier nochmal sehr schön in Einzelabsätze zusammengefasst. Also, wer sich mit dem Solarpaket 1 jetzt nochmal komplett beschäftigen will, beginnt mit diesem 7-seitigen Zusammenfassungsdokument. Hier steht schon ganz viel. Beim Thema Balkonkraftwerke übrigens müssen wir auch noch ein Stück weit in Betracht ziehen, dass beim VDE, also beim Normgeber, auch nochmal eine Veröffentlichung kommen wird für nun die komplette Zulässigkeit dann von Schoko, Stecker und Co. Ne? Also die wissen jetzt, ne, das Gesetz sagt, das ist zulässig, sie müssen es aber noch weiter ausarbeiten. Ne? Also die ganz operative Umsetzung wird dann hier erst im weiteren komplett klar sein. Entbürokratisierung, wir haben es schon mal gelesen, an der einen oder anderen Stelle PV-Freiflächenanlagen, da haben wir ein paar Sachen auch schon gelesen. Das sind dann auch die Mengen, die dann über die nächsten Jahre zulässig sind. Windkraft und Biomasse haben wir hier und da auch mitbekommen. Speicher- und Netzanschlüsse, da sehen wir auch das Thema mit dem Zugang zum Beispiel zu diversen Liegenschaften. Das Wegenutzungsrecht wurde hier nochmal angesprochen. Ne? Netzanschluss soll dementsprechend beschleunigt werden, indem das bestehende vereinfachte Netzanschlussverfahren von 10 auf 30 Kilowatt erhöht wird und weitere Vereinfachungen für bis 100 Kilowatt vorgesehen sind. Wer das jetzt im Detail wieder anschauen will, müsste nun wieder in die 42 Seiten rüberspringen. So, und das ist es dann auch schon. Diese 7 Seiten Zusammenfassung geben uns schon mal eine Richtung. Und dann kann man ja gezielt mit Begriffen, die hier stehen, ne, meinetwegen 100 Kilowatt, kann man kopieren und dann mit der Suchfunktion in den 42 Seiten zum Beispiel sich genau raussuchen. Und dann findet man die Details zu diesem Thema sehr wohl. Wer noch einen Schritt weitergehen will und sich damit auseinandersetzen will, wir finden außerdem von dem Tag, wo es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, ein FAQ zum Solarpaket beim Bundeswirtschaftsministerium.
könnt ihr euch entsprechend auch hier insgesamt runterladen. Auch hier ist nochmal ein bisschen was weiteres verlinkt, aber hier oben vor allem der Download ist dann ein 16-seitiges FAQ mit diversen Fragen zum Thema. Und das ist natürlich nochmal sehr interessant. Wir sehen hier ein bisschen was auch nochmal zum Thema der Balkonkraftwerke und so weiter. Übrigens gibt es auch noch eine Privilegierung im Thema Wohnungseigentümergemeinschaften. Eine Eigentümergemeinschaft heißt ja, das Gesamtgebäude gehört verschiedenen, aber es gibt jetzt eine Privilegierung, dass das Balkonkraftwerk auch einem einzelnen Eigentümer praktisch zulässig ist, das einbauen zu wollen, auch wenn die restliche Eigentümerschaft wegen der Fassade oder was auch immer das nicht unbedingt will. Das finden wir hier auch an der einen oder anderen Stelle. Also hier definitiv mal durchlesen und sich ein paar mehr Infos ranholen. Auf diesen 16 Seiten finden wir, wie ihr sehen könnt, noch mal eine ganze Menge Content. Ist besser als 42 Seiten reines Gesetz. Damit habt ihr, glaube ich, eine Grundlage, um damit gut arbeiten zu können. Was müssen wir insgesamt bedenken im Kontext Solarpaket? Wir sind jetzt in einer Phase, in der wir die Energiewende langsam aber sicher sehr, sehr stark vorantreiben müssen und auch gewissermaßen so ein Kipppunkt irgendwann mal überschritten ist, ab wann wir so eine unfassbare, deutliche Mehrheit von erneuerbaren Erzeugungsanlagen haben in unserer Gesamtproduktion. Wir haben jetzt im letzten Jahr auch wieder einen höheren Anteil von erneuerbarer Stromproduktion als konventioneller, fossiler Stromproduktion. Trotz der Abschaltung der Kernkraftwerke gibt es kein Blackout und wir sind jetzt dabei, immer mehr und mehr Erneuerbare eben auch anteilig in der Gesamtversorgung zu haben. Jetzt werden nach und nach Speicheranlagen weiter aufgebaut und wir dynamisieren ja auch das Verbrauchsverhalten über einerseits § 14a steuerbare Verbraucher, über die dynamischen Stromtarife im nächsten Jahr und auch über die variablen Netzentgelte im nächsten Jahr schaffen wir ja Anreizsysteme, um sich netzdienlich zu verhalten, sodass man in dem Moment, wo sehr, sehr viel erneuerbare Produktion da ist, dann vielleicht auch mehr verbraucht und in den Momenten, wo weniger erneuerbare Produktion da ist, auch weniger verbraucht. Das Thema Lastmanagement kennen wir auch beim Industrieverbraucher, aber beim Haushalt haben wir das ja nun ab nächsten Jahr sehr, sehr deutlich auch angereizt über die direkte Vergütung. Und dementsprechend ist das gerade eine sehr, sehr spannende Zeit. Und das Solarpaket als solches soll jetzt, Solarpaket 1, soll jetzt so die ersten Vereinfachungen noch zusätzlich geben, um auch weiterhin dezentrale Erzeugung gut möglich zu machen. Mehr Balkonkraftwerke heißen wir im Zweifel weniger Verbrauch aus dem Netz. Und mehr Gebäudeversorgung, einfacherer Mieterstrom heißt eben auch weniger Entnahme aus dem Netz, weil wir vor Ort bereits versorgen können. Das ist nicht nur im Sinne eines Gesamtsystems von Erzeugung, Transport, Speicherung und Verbrauch sinnvoll, sondern natürlich auch sehr nachhaltig, weil die Lieferkette des Stroms selbst denkbar kurz ist. Ich kriege es von meinem eigenen Dach oder von der BHKW-Anlage im Nachbargebäude und so weiter. Ne? Also die Wärmepumpe kann dann direkt vor Ort mit Strom versorgt werden. Und damit ist das Thema auch dieser gesamten Sektorkopplung und Elektrifizierung unseres Energieverbrauchs auf einem guten Weg. Also wir schreiten langsam aber sicher voran. Und das ist, glaube ich, erstmal das Entscheidende, was wir hier sehen. Es ist wieder ein Schritt nach vorne. Das Solarpaket als solches ist natürlich noch nicht fertig. Es gibt dann noch das Solarpaket 2, was in absehbarer Zeit dann kommen soll und diverse weitere Regelungen, die diese Gesamt-Solarstrategie zum Beispiel vorantreiben sollen. Wir kennen ja auch die Windstrategie, da gibt es auch verschiedene konkrete Weiterentwicklungen. Aber spannend ist eben tatsächlich, es ist jetzt Bewegung zu sehen in Richtung eines stabilen Gesamtsystems mit einem sehr, sehr hohen Anteil Erneuerbaren und irgendwann 100% Anteil Erneuerbaren. Diese konkreten Änderungen, diese konkrete Bewegung haben wir in den Jahren davor nicht gesehen. Da gab es zwar schon immer Anpassungen in Vergütungshöhen und Ausschreibungsmodellen und so weiter, aber dieses konkrete weiter auseinanderdröseln, auch vor Ort dezentral, das ist nun endlich in den letzten 2-3 Jahren so klar geworden. Und ich hoffe, dass sich das die nächsten Jahre noch weiter beschleunigt.
weil nur dann haben wir ein wirklich stabiles Gesamtsystem, was dann eben auch mit den Fähigkeiten des Smart Metering auch richtig gut funktionieren kann, weil wir dauerhaft sehen können, wo was erzeugt wird, wo was verbraucht wird, wo was gespeichert wird und wie das miteinander vielleicht sogar automatisiert sinnvoll in Übereinstimmung gebracht werden kann und mit dynamischen Stromtarifen und variablen Netzentgelten sogar noch vergleichsweise günstig für den Verbraucher sein könnte. Schauen wir mal, worauf das nun hinausläuft. Okay, habt ihr Fragen, Anmerkungen und Co. zum Thema Solarpaket 1, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.